Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in die Goodiebox und ich habe nicht nur meine Box hier, die ich regulär im Abo habe monatlich, sondern auch die Welcome Box, denn die wird mir ab und an mal zugeschickt. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Welcome Box ist immer nur für einen gewissen Zeitraum verfügbar, also jetzt aktuell zeige ich euch die Box, die jetzt aktuell verfügbar ist und ich setze euch einen Link in die Infobox, darüber kannst du die Box abonnieren, wenn du möchtest. Und dann bekommst du die erste Box, die ja die Welcome Box sein wird, um die Hälfte rabattiert, also 50% Rabatt. Richtig cool und wir haben auch dieses Mal wieder einen sehr, sehr ansehnlichen Warenwert drin. Ich würde sagen, wir starten auch tatsächlich mit der Welcome Box. Also die kommen beide in diesem mega süßen Camouflage-Design, ne? Und ich mag halt auch gerne diese Schubladenboxen. Ich benutze die immer noch gerne für Aufbewahrung und kann da gar nicht genug von haben. A big welcome to Happy Self-Care haben wir hier drin. Und wir haben auch jeden Monat endlich wieder ein Motto am Start. Da kommen wir gleich zu, wenn ich meine Box auspacke. Und da liegt irgendwie ein Haar drauf, ist unglaublich. Okay, also, das ist die Welcome Box, die man bekommt, wenn man die Box ganz neu abonniert. Es riecht schon mal richtig angenehm hier raus und so schaut der Inhalt aus und es sieht auch sehr bunt gemischt aus und das mag ich auch ganz gerne, wenn wir so brauchbare Produkte drin finden. Einmal von Terre de Mars haben wir eine Body Nourishing Milk mit 100 Millilitern, also eine Körpermilch, also Körperpflege. Das passt jetzt, ne? Im Winter brauchen wir das auch, trockene Haut und so. Dann haben wir von Fix & Rouge Ginseng Overnight Eye Mask mit Vitamin A. Das ist so ein bisschen wie Retinol. Also Retinol gehört zum Beispiel zur Familie der Vitamin A. So. Licorice, das dürfte... Licorice? Ist es nicht Lakritz? Okay. Und Maulbeere haben wir hier drin. Und solche Overnight Masks würde ich einfach als Abendaugenpflege verwenden. Und Retinol, also alles, was mit Vitamin A und Retinol zu tun hat, würde ich persönlich auch immer eher abends anwenden. Ich habe euch hier mal ein Video zu Wirkstoffen gemacht, ne? Und da sind unglaubliche 25 Milliliter drin. Das ist sehr viel. Sehr, sehr viel. Ne? Und damit soll dann die untere Augenpartie verjüngt werden, würde ich mal so tippen. Weil das ist ja auch das, was quasi Vitamin A auch macht. Also so mega Anti-Aging und so. 1% wird wohl von der Firma Fix & Rouge immer für den Planeten gespendet. Irgendwie eine Organisation, okay. Also ich kenne einige Produkte von Fix & Rouge. Da wurden wir auch ein bisschen von überschwemmt. Aber die Augenmaske über Nacht kenne ich noch nicht. Diese Pinzette habe ich aktuell auch unten, nee, hier oben, eine Anwendung. Von Nire, die hatte ich auch in meiner Nire-Box, die ich mir mal gekauft habe. Die finde ich gut, gefällt mir. Also ist auch ein schönes Produkt, was man so in der Box drin haben könnte. Mir persönlich hätte das jetzt als Nicht-Beauty-Produkt oder als Tool gereicht. Aber die haben jetzt hier in der Box noch etwas mit drin von Moshi Moshi Mind. Das ist der Mind Sponge, ein Cognac-Schwamm. Der kommt aus der Cognac-Baumwurzel und ist dementsprechend ein natürliches Produkt. Der ist sehr, sehr hart. Den weichst du ein bisschen in Wasser auf und dann wird er ein bisschen softer. Ein bisschen ist gut, viel softer, weil das ist ja bretthart. Und ja, 3 bis 5 Minuten steht hier, ne? Und das kannst du für Gesicht und Körper verwenden. Ich würde euch den für den Körper empfehlen. Am Gesicht ist er bei meiner sehr sensiblen Haut immer ein bisschen zu hart. Ich habe den mal eine Zeit lang auch zum Reinigen verwendet, also genau diesen hier. Und das war halt ein bisschen zu viel. Also, ne? Am Körper. Dafür ist der ganz gut geeignet. Und regelmäßig dann austauschen. Macht Sinn, ne? Apropos Körper, ich glaube, das ist auch für die Haare. Nein, das ist für den Körper, oder? Antonio Axo ist nämlich normalerweise was für die Haare. Bill's Body steht hier aber. Untouchable Fullness. Nee, Nourishes and Hydrates. Das ist ein Shampoo. Und das ist eine Marke, die hatten wir auch öfter schon mal mit drin. Die ist relativ hochpreisig und ich meine auch sehr, sehr gut. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Ich will es riechen. Ich will es aufdrehen. Und das tue ich doch mal. Oh, okay. Oh, das riecht fruchtig. Das riecht sehr ansprechend, muss ich sagen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen was an meine Finger gekriegt. Wird natürlich an der Leggings abgewischt. Genauso muss das. Und Shampoo kann man gut gebrauchen. Ist eine Full-Size 250 Milliliter. Das kann ich gut gebrauchen. Ne? Also Feuchtigkeit brauchen meine Haare, Liebe brauchen meine Haare. Und das letzte Produkt, was wir hier drin haben, ist von Dr. Botanicals.
Plant-Based Moroccan Rose, Vitamin C und Hyaluronsäure, ein Gesichtsöl. 15 Milliliter, das passt jetzt auch tatsächlich in die kalte Jahreszeit rein, wenn wir alle etwas trockenere Häutchen haben. Und wenn es mir im Gesicht nicht gefällt, bin ich da ja auch immer ganz entspannt. Das wandert dann manchmal ein bisschen tiefer. Und zum Beispiel wird dann im Unterstübchen verwendet, je nachdem wie viel Parfüm oder so hier mit drin enthalten ist. Oder eben für meine Oberschenkel zum Beispiel. Aber verwendet wird es auf jeden Fall. 15 Milliliter habe ich hier drin, habe ich eben schon gesagt. Und ja, mit einer Pipette, so ein Gesichtsöl, kann man gut gebrauchen, muss ich sagen. Also wir haben was für die Haare, für den Körper, für Gesicht. Wir haben Tools, für mich persönlich ein Tool zu viel. Was für die Augen, ist eine schöne Welcome-Box. Ne? Ich finde es cool. Ich persönlich bin halt immer eher so ein Fan davon, dass man sagt, vielleicht wäre es nett, wenn man sagt, man kann wählen, ob man die Welcome-Box möchte oder die reguläre Abo-Box. Aber das ist jetzt einmal der Inhalt. Ich finde den schön. Vor allem, wenn man bedenkt, 9,98 € oder 9,95 € zahlt man dann ja dafür. Das ist schon ein Schnapper. Machst du nichts mit verkehrt, ne? Kann man machen. Dann habe ich hier die Box, die wir jetzt als Abonnent bekommen, also monatlich zugeschickt. Ich finde es ganz schön. Also es ist eine Box aus Dänemark und die hatten eine Zeit lang irgendwie Probleme mit der Website und so weiter, sodass die auch kein wirkliches Heftchen hatten. Das fand ich so schade, denn ich finde diese Leitsätze, dieses Leitheftchen immer so wichtig, weil das macht die Goodiebox wirklich aus. Und dieses Herzblut kommt jetzt wieder. It's time for me time steht hier drauf. Hier haben wir einen QR-Code, den kann man scannen. Und bevor ich mir jetzt die Produkte anschaue, wovon scheinbar auch ein paar zu der aus der Welcome-Box gleich sind, was ich schon wieder positiv finde, schauen wir mal in das Heftchen rein. Ich habe mir den QR-Code schon abgescannt. The November Glow-Up Box. Wenn die Temperaturen sinken, ist es Zeit für einen Verjüngungsschub. Und wir haben die perfekten Lösungen für dich. Mach dich bereit für ein frisches, natürliches Strahlen mit dem fantastischen Cognac-Schwamm. Bereite dich auf eine atemberaubende Verwandlung mit der Emphasize-Mascara vor. Genieße eine schnelle und mühelose Pediküre bequem von zu Hause aus und gönne dir das Beste aus beiden Welten mit einem Lippenprodukt, das die Verlockung eines Glosses und die pflegenden Eigenschaften eines Balsams nahtlos vereint und dich für die festliche Jahreszeit bereit macht. Genieße diese und viele weitere Produkte in der November Glow-Up Box. Ich find's cool. Ich find's richtig, richtig cool. Also, dass wir hier wieder dieses, ne, wir kriegen Me-Time, wir werden darauf vorbereitet. Das ist das Ganze jetzt auch alles etwas mehr auf Weihnachten vorbereitet. Da ist immer dieses Glow-Up. Oh, ich lieb's. Ne? Okay. Hier haben wir auf jeden Fall den Inhalt der Box. Filmmaterial wird so nicht wirklich verwendet. Wir haben hier dann auch den Inhalt und ich sehe, was von Mundmaske geht. Das muss ich mir direkt mal anschauen. Ich mag die Marke sehr gerne. Also die haben echt tolle Produkte, tolle Masken, tolle Unteraugenmasken. Ganz, ganz nice. Und hier habe ich ja etwas, was ich gar nicht kenne. Glam Care Perfection. Ein Primer, der macht Blurring, Correcting, Anti-Aging, Hydrating und Unifying. 30 Milliliter. Das finde ich toll. Dekorative Kosmetik von Mudmaski finde ich sehr interessant. Ich persönlich bin sehr enttäuscht von diesem Blushleiter gewesen, den man einfach gar nicht gesehen hat. Deswegen hoffe ich umso mehr, dass dieses Produkt ein bisschen mehr für mich macht. Ist eine interessante Marke aus Holland tatsächlich. Ja, den Sponge hatten wir eben schon. Ne? Da habe ich euch auch schon was zu erzählt. Für mich definitiv ein Produkt, was ich dann auch verwenden würde am Körper. Und dann habe ich hier einen Lichtschutzfaktor. Sehr, sehr leichter Lichtschutzfaktor. Ist eher als Tagescreme zu sehen. Von Rønsbøl, Dänemark, ja. Eine Tagescreme mit 50 Millilitern. Ich finde die Verpackung nicht hübsch. Und ich meine, dass wir das auch schon mal irgendwo in der Box von Goodiebox mit drin hatten. Oder in einem Adventskalender. Das Produkt kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Feiere ich persönlich jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so sehr. Aber ich habe es halt noch nicht angewendet. Ich finde es halt mit Lichtschutzfaktor 15, dann können sie sich das auch sparen. Dann machen sie gar keinen Lichtschutzfaktor rein. Ne? Das würde mir persönlich dann auch vollkommen fein gehen. Dann haben sie wahrscheinlich auch einen günstigeren Preis, weil die sich die Inhaltsstoffe sparen können. Und dann nimmt man sich halt den Lichtschutzfaktor seines Vertrauens mit einem ordentlichen Schutz. Aber gut, ja. Etwas zum Reinigen habe ich hier mit drin. Hair Cleansing Wipes. Auf gar keinen Fall. Das kann doch nichts sein. Mikura Wave Collection. No wash needed. Cleanse your hair without water. Das glaube ich nicht. Habt ihr das schon mal ausprobiert? 10 Stück sind hier drin. Das, als wären das quasi so Trockenshampoo-Wipes. Wie willst du... Nein. Also ich habe jetzt frisch gewaschene Haare, deswegen brauche ich das gar nicht ausprobieren. Aber ich traue sowas nicht. Gab es doch auch mal von einer anderen Firma, da war das echt irgendwie merkwürdig, ne? Aber Mikura macht an und für sich tolle Produkte, also schöne Masken und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirkt.
Okay, vielleicht ist eine meiner Kolleginnen so mutig und testet das direkt mal aus, muss ich mal schauen. Von Munte haben wir was für die Nägel hier am Start. Und zwar ist das eine dänische Marke auch wieder. 10,5 ml, es dürfte eine Full Size sein. Und das ist ein super, super dunkler Pflaumeton. Also ich habe erst gedacht, das wäre ein schwarzer Nagellack, aber das ist nicht so. Sieht echt interessant aus, ne? Sehr cool, wunderschöner Flakon, den mag ich gerne leiden. Und wir haben normalerweise so 5 Produkte drin und ich habe euch jetzt ja auch schon 1, 2, 3, 4, 5 Produkte gezeigt. Ich habe jetzt hier das 6. Produkt. Hä, wo ist denn das für die Lippen dann hier mit dabei? Verwirrend. Habe ich nicht. Ne. Okay, das kann man sich sicherlich auch auf die Lippen geben, ne? Haben die sich irgendwie bei der Übersetzung vertan oder so? Nun, denn hier habe ich auch die Moroccan Rose von Dr. Botanicals am Start, also das Gesichtsöl, was wir eben schon gesehen haben. Ja, also haben wir hier ein paar Produkte gleich zu der Welcome Box. Das ist, sind diese beiden. Ansonsten unterscheiden sich die Boxen halt. Wahrscheinlich ist es logistisch dann auch viel zu aufwendig, wenn man dann halt quasi sagt, okay, wir haben da die Möglichkeit, dass man wählen kann. Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde es cool, dass wir halt die Möglichkeit haben zu sagen, wenn wir die Box ganz neu abonnieren, gibt es die Welcome Box und da hast du halt Produkte für einen halben Preis dann auch noch mit dabei, aber mit einem richtig krassen Warenwert. Also im Prinzip ist es ja der 12-fache Warenwert. Aber auch die Box von diesem Monat finde ich sehr ansprechend, weil wir was für den Körper durch den Sponge mit dabei haben, für die Haare mit diesen fragwürdigen Cleansing Wipes. Das Gesicht kriegt hier ordentlich was ab. Eine Mascara habe ich hier auch nicht drin gefunden. Habe ich irgendwie das falsche Unboxing hier mir aufgerufen? Nee, tatsächlich nicht. Witzig. Aber also Pediküre oder Maniküre habe ich hier ja, ne, kannst ja Füße und Hände machen, aber irgendwie passt dieses Booklet nicht zu meiner Box und auch nicht zu dem Bild, was da abgebildet ist. Witzig. Okay, ja, verrückt. Naja, aber trotzdem kann man auch mit den Produkten ein Glow-Up machen, gar keine Frage. Aber das ist crazy, oder? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Naja, wenn ihr möchtet, wie gesagt, alles in der Infobox verlinkt und dann wäre es das ja auch wieder gewesen. Ich bin ein bisschen verpeilt. Das ist so häufig bei den Goodiebox-Unboxings, dass ich verpeilt bin, ne? Aber nun, das wäre es ja gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz toll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.